Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe so einen, ja, einen kleinen gemischten Haul. Also eigentlich hauptsächlich ist es Rossmann und ein bisschen Teddy. Ja, was ich dazu sagen muss, dieser Einkauf liegt schon ein bisschen länger bei mir. Genau, der lag hier irgendwie. Ja, und lach hier und lach hier und lach hier und ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ja, ein paar Produkte kriegt man noch und ja gut, einige wahrscheinlich nicht mehr. Die habe ich nämlich hier schon im Ausverkauf gekriegt, wo ich, ja, da war ich in einer Filiale gewesen. Da komme ich alle Jubeljahre irgendwann mal hin. Und da, wie gesagt, da gab es dann noch Produkte, die es in meinen anderen Filialen, wo ich sonst einkaufen gehe, nicht mehr gab. Ja, genau. So, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch das doch gerne auch noch mal einmal mit zeigen. Ich würde sagen, ich fange mit Teddy an. Dann habe ich die Sachen schon mal weg. Das ist auch jetzt nicht wirklich viel. Ich kann euch da nur noch zwei Sachen von zeigen. Die anderen Sachen, das waren Sticker. Ja, die habe ich. Moment, die könnte ich ja hier noch sogar drin haben. Ja, die habe ich hier sogar noch drin. Ja, die habe ich mir dann einfach so mal mitgeholt für. Ich habe wohl noch welche, die sind für, ja, Trash-Pakete, damit ich meine Sachen quasi wiederfinde. Genau. Na, und hier sind jetzt drin, ich glaube, das waren nämlich gar nicht so viele und deswegen. Ah, ne, doch nicht. Zwei Blatt, 100 Stück, ja, dann kommt man da doch vielleicht noch eine Zeit mit hin. Ich hatte jetzt nur gedacht, das wäre jetzt nur hier dieses eine Blatt und deswegen habe ich das da mitgenommen. Für 1 Euro. Ja, da sind dann Sterne, Herzen, Dots, also Punkte in groß und in klein. Und nochmal Herzen in kleiner. Genau. Ne. Durfte mit, hat jeweils dann 1 Euro gekostet, weil ich habe mir das bei Amazon irgendwann mal geholt, waren es nämlich auch so Aufkleber mit Herzen und ich gehe nämlich schon zu Neiger. Ja, und dann hatte ich das bei Teddy gesehen und habe dann gedacht, komm, das nimm mal mit. Genau. Was habe ich mir denn da noch gekauft? Da, ich habe mir noch einen Färbeumhang gekauft für 2 Euro für, ja, fürs Haarefärben. Wofür braucht man sonst einen Färbeumhang? Ich habe sonst auch meistens mal so Handtücher genommen, alte, ausrangierte. Aber die muss ich immer irgendwie mir zurecht suchen. Habe dann auch eigentlich auch noch ein altes T-Shirt sonst an, wo ich dann auch schon mal mit gestrichen und so was habe. Also wo auch wirklich richtig Farbe und so drin ist, weil die auch nicht wieder rausgeht. Ja, aber auch das musste ich letztens suchen und habe es nicht gefunden. Ja, und dann habe ich gedacht, so, das geht dann jetzt auch direkt mit in die Lade, wo ich meine Haarfärbemittel drin habe, wo ich meine, ich habe dann immer so eine Duschhaube noch mit drin habe. Da geht dann jetzt auch dieser Umhang rein und der hat dann 2 Euro gekostet. Genau. So, und dann ebenfalls beim Teddy ein Kinderspiegel. Ja, da ein Spiegel, ja, mit diesem süßen Motiv, mit dieser Katze, mit dem Einhorn und dem Glitter da drin. Ja, gefiel mir ganz gut, und hat jetzt 3 Euro gekostet. Ja. Hier für meinen Schminktisch. Genau. So, und das waren dann einmal die Sachen, die ich mir bei, wo war ich denn da? Bei Teddy. Bei Teddy gekauft. So, der Zettel kann ich hinten schon nicht mit in die Tonne. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es dann weiter eben halt zu meinem doch schon recht alten Einkauf. Steht doch eigentlich hier noch drauf, wann ich das gekauft habe. In welchem Monat warst du es denn? Wo steht es dann? April. Wir haben jetzt Juni. Wenn ihr seht, könnte es vielleicht sogar schon Juli sein. Oh. So lange liegt das schon hier. Aber wie gesagt, das ein oder andere Produkt gibt es in der ein oder anderen Filiale auch noch. So, da habe ich hier als erstes, hat auch schon einen roten Dot. Den habe ich bei uns, wir haben ja einen,
im Ort ein DM, schon gar nicht mehr gesehen. Und zwar die Palette von My Little Beauty. Pony, nicht Beauty, von Catrice. Die hat jetzt nochmal 6,50 Euro gekostet. So. Ja. Das sind einmal so die Farben. Genau. Die konnte ich da nochmal einmal ergattern. Das lege ich mal auf die Fensterbank, weil der eine Korb da ist nämlich voll. Da passt das nämlich nicht mehr rein. Dann habe ich aus einer anderen LE Duochrom Stifte mir geholt. Da fehlt aber, glaube ich, noch einer da. Genau. Hatte ich schon mal zum regulären Preis mir den in Grün schon mal geholt. Und habe jetzt nochmal zwei von den Grünen und einmal von den Lilan. Für 2 Euro noch nachgeholt. Genau. Durfte mit. So fürs ganze Lied fand ich die nicht schlecht. So, und ich bin ein bisschen. Ich habe hier noch so eine Glossy Box. Ich lege mir die Sachen mal in die Glossy Box. So. Genau. Da einmal rein. Durfte mit. Dann ebenfalls aus der Disney LE von Catrice habe ich mir noch eine Palette gekauft. Ja, die hier. Die durfte auch einmal mit. Ja, die hat dann jetzt noch 7,50 Euro gekostet. Also wie gesagt, da war in der Filiale waren dann irgendwie war der Ausverkauf der ganzen Paletten irgendwie da zu dem Zeitpunkt gewesen. In all den anderen Filialen, wo eben halt, ja, so wie DM und die anderen Rossmänner, wo ich sonst drin bin, gab es die Sachen schon gar nicht mehr. Ja, durfte mit. Aber ich muss euch jetzt trotz alledem nicht mehr vorenthalten, ne? Und was habe ich denn da noch? Da habe ich dann auch noch die Face-Palette, die hier für 6 Euro noch einmal ergattern können. Ja. Kann man das sehen mit den Prägungen? Ich möchte die Folie jetzt nämlich noch nicht abmachen. Ja. Gefiel mir ganz gut. Ja, also wie gesagt, also hier steht jetzt einfach nur Catrice Cosmetics und hier Disney The Jungle Book. Und hier sind jetzt so Palmen drauf zu sehen und da ist halt Baloo, der Mowgli so hoch hält. Ja. Fertig. Schön, ging in meinen Einkaufswagen. So, und dann ebenfalls aus der LE habe ich mir da noch die Tudor Brushes mitgenommen. Auch zweimal für 3 Euro. Könnte ich ebenfalls nicht liegen lassen für den Preis, ne? Also, ja. Und ebenfalls aus der LE ging für einen unschlagbaren Preis von 2 Euro dreimal die Mascara noch mit. Ja. So. Das. Dann habe ich mir mitgenommen, das war aber glaube ich auch mit grünen Label schon gewesen, sonst hätte ich mir wahrscheinlich dann nämlich mehr von mitgenommen. Sakutan Hygiene Seife Hydro Care Limit Edition Ice Rose. Dieses hier, 1,30 Euro hat das gekostet. Also ich denke mal, also wie gesagt, ich meine, dass das nämlich damals auch aus dem Sortiment gegangen ist, weil für 1,30 Euro hätte ich mir sonst da auch mehr von mitgenommen, weil die kosten ja, meine ich, sonst über 2 Euro. Ich habe in der Küche eben halt dieses elektrische Ding, wo man die Hand nur drunter halten muss und fülle mir die Sachen dann immer gerne nach. Und gerade so in der Küche habe ich gerne so diese Hygiene-Reiniger als jetzt normale. Ja.
Was habe ich denn da noch? Was ist das denn? Isana Soforthilfe. Weiß ich nicht. Isana Augenpeps Mini. 1,19 Euro. Hier, die durfte mit. Die fand ich voll süß. Die habe ich aber jetzt auch noch ja, den Aussteller noch gesehen. Der war aber noch, also jetzt heute sogar noch aktuell, war aber schon ziemlich ja, leer gerupft. Ja, das darf hier mitliegen. Und dann habe ich da noch aus der Reihe noch zwei Masken für 1,49 Euro. Bumm, da ging die Tür. Mit Mini drauf. Ja, mit Hyaluron, Mango und Himbeere. Und mit Niacinamin, Avocadoöl und Kokoswasser. Genau, die einmal. Nächste mit. Dann habe ich von Isana noch die Tuchmasken Princess. Auch die habe ich heute noch gesehen. Was haben die denn gekostet? Auch 1,49. Ne? Mit Ariel und Pocahontas. Pocahontas ist mit Hyaluron und Cranberry. Und Ariel ist mit Meerwasser und Hyaluronsäure. Genau, die beiden durften da auch noch mal. Dann habe ich mir Duschgele mitgenommen. Die haben jeweils 59 Cent gekostet. Das sind drei Duschgele. Sind beide, boah, alle drei aus dieser 25 Jahre LE. Da habe ich hier einmal Dream Beach, Seychellen, Duft nach Melone und Hibiskusblüte. Dann Dream Beach Malediven, Creme Dusche duftet nach Kokos und Pfirsich. Die einmal. Und Dream Beach Honolulu duftet nach Papaya und exotischen Blüten. Die einmal. Genau. Duftet noch mit. Dann habe ich jetzt hier noch vier Sachen. Da habe ich einmal von Isana ein Haarserum für 1,70 Euro mit Hyaluron, das einmal. Na, als ich mir das gekauft habe, habe ich nämlich schon an den Sommer gedacht, weil meine Haare im Sommer wahrscheinlich gerne Hyaluron mögen. So, genau. Da habe ich nämlich jetzt momentan auch von M.Asa, jetzt geht nämlich mal die Rolle an hoch, ein Hyaluron-Shampoo und meine Haare lieben es. Und daher habe ich dann gedacht, warum nicht auch ein Haarserum mit Hyaluron? Irgendwie mit Sicherheit auch. Mit Hyaluronsäure und Panthenol. Eliminiert Friss und hilft Spliss zu reduzieren für trockenes und normales Haar. Ich weiß nicht, ich hatte ja hier gerade Isana Soforthilfe, ob das das ist. Das war nämlich dann 69 Cent, so eine Haarkur, so ein Ding. Mit Arganöl und Cranberry. Genau. Dufte einmal mit so einer 1 Minute Haarkur. Und dann habe ich hier noch zwei Sachen, die waren auch aus einer LE Nagellack. 99 Cent das Stück. Rival Lost Me aus der Cherry Bloom LE. Die beiden. Ja. Einmal ja, so ein Flieder und einmal so ein, ja, so ein leichtes ja, Türkis Pastell. Ja, genau. Durften die beiden einmal mit. Ja, das war der Haul. Ja, genau. So, und sollte dir mein Video gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und ein Abo freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!